So. Dann geben wir mal hier die Quest ab. Ich hoffe, Howard geht es gut. Pip-Boy. Nebelkondensatoren funktionieren wieder. Gut. Unsere Wasservorräte gingen schon zur Neige. Keine Ahnung, wie lange wir durchgehalten hätten. Hast du Howard gefunden? Er starb, als er die Kondensatoren reparieren wollte. Der Mann ist ein Held. Ja, das ist er. Ich sorge dafür, dass er so in Erinnerung bleibt. Wie gesagt, Bezahlung gibt's auch. 200 Kronkorken sollten reichen. Kann ich vielleicht sonst noch was tun? Hast du mit der Seefahrerin gequatscht? Die braucht immer mal Hilfe. Ich weiß, dass Cassie Dalton rumgefragt hat. Aber bild dir selbst ein Urteil. Danke. Schön, dass ich helfen konnte. Dann sind wir ja schon zwei. Hier, deine Bezahlung. Ich muss Vorbereitungen wegen Howard treffen, also verabschiede ich mich. So, jetzt die Seefahrerin. Warst du in der Gerberei? Hast du meine Werkzeuge gefunden? Hier sind deine Werkzeuge. Wirklich toll, dich getroffen zu haben. Hier ist deine Belohnung, wohlverdient. Und jetzt wird am Rumpf gearbeitet. Mehr? Seefahrerin? Mit dem Werkzeug kriege ich alles Mögliche hin. Okay. Du bist ein seltsamer Vogel. Obwohl unsere freundliche Stadt nach Kräften versucht, dich zu verjagen, hilfst du uns dennoch immer wieder. Verrat es mir. Warum tust du das? Ihr seid gute Leute, die in Schwierigkeiten stecken. Dachte, ihr könntet Hilfe brauchen. Was? Willst du als Bürgermeister kandidieren? Falls ja, dann haben wir dich nicht verdient. Die meisten Menschen hier sind ziemlich konservativ. Es ist egal, wie sehr du dich um ihre Anerkennung bemühst. Verdammt, meine Familie hat 3 Generationen gebraucht, bevor die Daltons uns einen Kanten Brot verkauften. Aber es gibt einen Weg, der gelinde gesagt wahnsinnig ist, wie du auch den störrigsten Esel überzeugen kannst. Dann lass mal hören. In der alten Zeit wurden Anführer durch den sogenannten Kapitänstanz ausgewählt. Der Legende nach stapften die härtesten, übelsten und schlicht wahnsinnigsten Anwärter ins Wasser, wo sie das Schlimmste anlockten, was die Insel in petto hatte. Sobald der Möchtegern-Kapitän die Meyerlurk-Königin oder den Nebelkriecher oder was auch immer besiegt hatte, lud er die ganze Insel zu einem Festmahl ein. Muss sein. Wenn du das tust, naja, dann wirst du nicht Kapitän, aber du verdienst dir Respekt von allen. Okay, ich bin bereit, zur Legende zu werden. Echt jetzt? Ich lach mich tot. Es gibt ein altes Meyerlurk-Jagdgebiet bei Emmets Causeway. Ein türkischer Streifen entlang der Küste. Wenn du dort ein Stück Fleisch ins Wasser wirfst, werden das Blut und die Eingeweide sicher für Aufmerksamkeit sorgen. Oh. Und dann wartest du. Ich sorge dafür, dass 1 oder 2 Zeugen auftauchen. Das wird dem Rest dieser Bauern zeigen, dass ich du dazu gehörst. Ich hab den Raketenwerfer weggeworfen. Funny. Geile Quest. Wirf Fleisch ins Wasser. Oh. Ist wieder am anderen Ende der Insel, oder? Jetzt ist es schon wieder leer. Das war bestimmt da, wo ich war, ne? Genau da hinten. Obwohl, es war ja hier, wo ich das Vieh gesehen habe. Der Köderladen, alles, was du brauchst. Von Heather Cove hat mal nichts mehr gehört. Brooks, wie kann der Köderladen dir helfen? Handeln wir. Sehr gerne. Und hat er Munition, die ich brauche? Ich brauche 10er Munition. Fünfziger, Fünfer, Zellen, Schrotpatronen, 5,56er hat er auf jeden Fall da.
plus seine Beweglichkeit und Wahrnehmung. 11.330. Du bist doch nicht zu retten, Alter. Gib mir alles her hier. Was hast du noch? Was brauchte ich noch? 45er? Könnte ich gebrauchen, wenn ich dann mal die Waffe in Betrieb nehme. Schleppe ich das ja einfach eigentlich noch mit? Warum habe ich die Marinerüstung? Wo muss ich denn die eigentlich abgeben? Da hatte ich doch auch eine Quest dafür. Glaube ich. Wieder ein bisschen gegenhandeln. Irgendwas, was ich nicht. Reddix habe ich übelst viel. Können wir noch ein bisschen was rausholen. Verdammt, ich wusste es. Dann gibt mir noch eine 45er Patrone. Oh Gott. Ja, das ist so blöd. Mann, ey. Hört einen wieder. So. So. Cassie. Die Zeit ist gekommen, die Rechnung zu bezahlen. Hörst du, Insel? Meine Begleitung hier wird dafür sorgen. Aber ich hab doch... Achso, da gehört die Quest wahrscheinlich noch dazu. Nee, das ist ja doof. Da müssen wir die auch noch umlegen. Sehr gut. Oh, super, dass du mir gesagt hast, dass man mich beim Reden nicht hört. Super, da fehlen hier schon wieder die ersten 5 Minuten Aufnahmezeit. Ah, fuck, ey. Vergessen. Wir haben irgendeinen Shortcut gedrückt. Das ist ärgerlich. Wir sollten mitnehmen, was wir können. Sie werden diese Gegenstände nicht mehr brauchen. Was ist denn das? Bin ich schon da? Ah, ich bin schon da. Das war einfach. Oh, das ärgert mich gerade richtig. Verdammt, ey. Oh, da hat man das doch an. Danke dafür, Silver. Wärst du nicht gewesen, hätte ich es niemals mitbekommen, dass in meinem OBS die Aufnahme deaktiviert gewesen wäre. Also deaktiviert war. Ja, dann kann ich das jetzt nochmal wiederholen. Ich weiß auch nicht, ob du es mitgekriegt hast, Silver. Es wird ein neues Fallout 4 Add-on geben. Ende August. Und zwar
Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Aber man kann da auf jeden Fall dann mit sich Raidern anschließen. Und ja, es gibt einen Vergnügungspark. Also lauter lustige Dinge. So. Wir untersuchen jetzt mal. Erstmal werfen wir Fleisch ins Wasser, solange wir noch Munition haben. Um uns die Gunst der Leute zu verdienen. Hola. Hola, Signora. Wow. Wow, 14 Kronkorken. Krasses Scheiß. Ich muss darüber, ne? Darüber? Wieder schön Verstrahlung sammeln. Ich verstehe zwar immer noch nicht, wie das gehen soll, weil ich ja mittlerweile zwei Schutzrüstungen anhab. Aber gut. Was ist denn das? Hallo? Oh. I'm sorry. Doc hat mich gebeten, Zeuge zu sein. Also bin ich Zeuge. Super. Ich schieße ihn erstmal in die Flasche. So, hier soll ich also Fleisch ins Wasser werfen. Schön aus dem Inventar raus. Wahrscheinlich. Die Meyer Lurks. Habe ich keine Granaten ausgerüstet? Noch mehr Fleisch ins Wasser werfen. Ja, ich hab's ja. Vielleicht irgendwas, was ich noch nicht gebraten, gekocht oder sonst irgendwas gemacht habe. Hatte ich doch gerade hier irgendwas. Platsch. Oha. Muss man immer in Bewegung bleiben, weil die müssen nicht auf den Server verschießen. Oh, Stein. Und der stille Beobachter rennt durch die Gegend. Oha. Hallo? Ada? Ada, bist du gekoppt?
ansehen. Geht eigentlich von der Waffenschaden-Dingens hier. Krass, diese Mistviecher einfach nur Schnitt haben, was einem ansatzweise nur die Kosten wieder rausholen würde. Alter. So, dann hätten wir das auch erledigt. Jetzt gleich mal die heiligen Orte untersuchen. Diesen Weg. Ich habe nichts an Munition gehabt, ne? Vielleicht noch mal ein bisschen im Heimatland einkaufen sollen. Noch ein bisschen Munition abstauben können. Ich häng wieder fest. So, das dürfte die erste heilige Stätte sein. Ketzerisches Plakat. Überreste aus einer Art Schild oder Banner. Sieht aus, als würden einige Teile fehlen. Leaf of Atom. Is change. Nothing concerns our. Was? Brauchen wir Keramik? Ich überlege gerade. Fusionskern, den nehmen wir auf jeden Fall erstmal mit. Dann ist da hinten noch einer. Warum sind die eigentlich so kurz nebeneinander? Sind hier irgendwelche Würmer? Ganz oben, wa? Jetzt komme ich hier nicht hoch. Doch. Oh, Munition. Nehmen wir doch dankend an.